Hey Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal Bernd Serker. Ich stehe wieder vor einem Lost Place, mitten im Wald. Also hier ist wirklich weit und breit nichts. Ich meine, vielleicht hört ihr es. Also hier gehen Wandersleute, gehen hier vorbei. Ist wahrscheinlich eine gute Wanderstrecke. Und hier steht das Haus, mittendrin. Ist natürlich schon, na, ihr seht da, ist offen und schon ziemlich zerdeppert. Aber wir gehen einfach mal rein und gucken mal. Vielleicht findet man was Interessantes. So, das ist der Eingangsbereich. Schon mal schick hier mit der Holzverkleidung. Obwohl, das sieht aus wie so eine Theke quasi. Vielleicht ja, gab es hier auch irgendwie, weiß ich nicht, Kaffee und Kuchen oder sowas. Da oben hat sich ein Vögelchen ein Nestchen gebaut. Ah, ihr seht, die Kabel sind hier schon aus den Wänden gerissen. Hier waren schon die Kabeldiebe unterwegs. Ein Badezimmer mit sehr schönen Kacheln hier. Und Blick in den Flur. So. Ah, hier seht ihr schon jede Menge ausgeräumt und wahrscheinlich schon durchsucht worden. Schachbrettmuster. So, hier ist. Oh, das war so eine Abstellkammer. Da waren dann Regalböden wahrscheinlich. Oh. Hier seht ihr, Kabel abgeschnitten. Jetzt haben wir hier. Oh. Nichts Spektakuläres, außer Mücken, die mir ins Auge fliegen. Mistviecher. Das sieht aus wie die Eingangstüre. Ein Briefschlitz. Eieiei, eieiei, muss man mal durchquetschen. Okay. Das war eine Toilette. Das Geländer ist schon weg, das liegt wahrscheinlich unten. Oh, der Boden hält das aber noch aus. Hier, Zimmer mit Waschbecken. Auch schon zerdeppert, zertrümmert. Lichtschalter haben sie drin gelassen. Ah, seht ihr hier. So war das unten garantiert auch mal. Ja, ein länglicher Raum. Vielleicht Büro oder sowas. Nicht sehr groß. Was haben wir hier? Ist das ein Bettgestell? Sieht fast so aus. So, und derjenige, der hier sein Zimmer hatte, hat einen super Ausblick gehabt auf den Bach. Wirklich eine wunderschöne Gegend. Echt schade, dass das Haus hier so verrottet. Leider. Ach so, jetzt habe ich verstanden, warum das da steht. Da ist man da hoch auf den Speicher gegangen. Ah. Ja, das war das erste Geschoss. Ist halt nicht viel, das ist eine kleine Hütte. Gehen wir mal in den Keller. Oh, oh, oh. Leute, guckt mal. Da geht's direkt in den Keller. Auf den schnellsten Weg. Hier fehlt, glaube ich, auch die Wand. Ja, das liegt wahrscheinlich da unten alles. Das ist der Keller. Schauen wir mal. Das. Ein bisschen merkwürdig hier alles aus. Das waren hier so
Waschbecken. Ja, nicht anders zu erwarten. Sicherungskasten leer. So. Ja, auch ein normaler Kellerraum. Und hier ist die Heizanlage. Auch schon alles rausgerissen. So, da ist der Keller, denke ich mal. Von der anderen Seite, die Türe ist verschlossen. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. So, ich bin jetzt quasi nicht durch die Kellertreppe durchgekommen, bin ich außen rum gegangen. Hier steht ein großes Tor, das ist offen, habe ich mich gerade durchgequetscht. Was ganz genau ist das? Wofür sind diese riesen Bottiche? Guck mal, es geht noch locker. Keine Ahnung, 2 Meter darunter. Was, wofür ist denn das? Also jetzt bin ich verwirrt. Und da unten geht es noch weiter runter. Also das verwirrt mich jetzt. Was ist denn das? Entkeimungsanlage. Ach, war das eventuell hier sowas wie so ein Mini-Klärwerk, das hier irgendwie Wasser gefüllt hat? Also hier hing ja auch etwas größere Elektronik dran. Guck mal, da geht bis 80 Ampere. Ha. Ich meine, gut, hier ist wieder alles rausgeklaut worden, alles was Kupfer ist. Aha, Auslösestrom. Auslöser, Nennstrom, sowas. Skalwert mal 30. Seriennummer. Ha. Das ist sehr verwirrend. Hier noch so eine große Skala. Guckt euch das mal an hier. Allein die Größe dieses Rades hier. Und da oben ist eine Falltür. Und hier stand, weiß ich nicht, ein Motor drauf oder. Könnte ja tatsächlich so eine Wasserfilteranlage sein. Und hier geht's noch weiter runter. Okay, was haben wir hier? Ist alles feucht, nass. Hier unter dem Keller, unter der Treppe. Guck ich das mal an. Das gammelt so vor sich hin. Moment. Da geht's tief rein. Über hier die kleinen Räder und die großen. Spülwasser steht da drauf. Schlammwasser. Das ist garantiert so eine kleine Kläranlage. Spülluft, Reinwasser, Spülwasser, Schlammwasser. Und ich stehe
im dreckigen Wasser. Also auf jeden Fall, ja, drei Stück davon. Hier wird garantiert das Wasser gefiltert, bestimmt hier aus dem Bach, dann weitergeleitet. Verrückt. Ja, Leute, irgendwie habe ich das nicht kommen sehen. Ich habe jetzt gedacht, okay, ein schönes Häuschen hier in Grünen und das war's. Aber wahrscheinlicher ist ja wohl, dass, dass hier so eine Wasseraufbereitungsanlage war und oben die Mitarbeiter vielleicht, ja, hier so wie auf der Feuerwehr, so 24-Stunden-Dienste hatten oder so, oder mehrtägige, dass die dann einfach hier quasi, ja, gewohnt haben für den Zeitraum. Also so stelle ich es mir jetzt vor. Kann natürlich auch ganz anders gewesen sein, aber wer hat schon eine Filteranlage im Keller, die so groß ist? Also ich kenne mich absolut nicht aus mit Wasseraufbereitung und so, aber kann das sein? Ich meine, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, die hat so einen bläulichen Schimmer, dass das vielleicht eine UV-Lampe war, um, weiß ich nicht, das Wasser zu testen oder so? Ob das Wasser verunreinigt ist? Also würde für mich jetzt Sinn machen, aber gut, ich habe auch keine Ahnung, um ehrlich zu sein. So, durch diese Tür kommen wir leider nicht durch, die ist verschlossen, wie ihr seht, die ist komplett verbarrikadiert. Und hier, das verwirrt mich auch ein bisschen. Was ist das für ein Raum? Also wofür? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Merkwürdig. Also das ganze Gebäude. Also ich finde das alles sehr strange hier, oder? Was sagt ihr dazu? Also wenn einer eine Ahnung hat, vielleicht kennt auch jemand den Ort und weiß genau, was das ist, kann er mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde ich mich echt drüber freuen. Ja. Also hier so mitten in der Wildnis. Das war es hier von dem Lost Place, von dem vermeintlichen Einfamilienhaus, das jetzt nun anscheinend doch ein Wasseraufbereitungswerk ist. Finde ich echt interessant. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant, weil ganz ehrlich, wenn man hier vorbeigeht, ahnt man das doch nicht, dass das im Keller sich befindet, oder? Ich hatte es nicht geahnt. Ja, ich hoffe, ihr haltet mir weiterhin die Treue. Danke für eure Abos und Likes und Kommentare. Und würde sagen, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet oder wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitte einmal auf Abonnieren drücken, kostet euch nichts. Und damit sehe ich halt, dass euch das gefällt, was ich mache, und es unterstützt mich halt in meinem Vorhaben. Und wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann würde es mir echt viel bedeuten. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Bernd Serker.